Moin, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich bin maximal erledigt, ich sag's euch. Ich habe beim letzten Döner aufgegeben. Kann ich euch jetzt schon mal sagen, den habe ich nicht mehr geschafft. Der hat 6 Spieße da hängen. Ich habe 6 Döner-Varianten probiert, die möchte ich euch präsentieren. Da war der wildeste Kram bei. Ich sag's euch, der allerwildeste Kram. Unter anderem Sucuk-Döner. Ich möchte euch nicht zu viel verraten. Viel Spaß beim Video. Und ja, wir sehen uns jetzt bei Lamuro. Ich habe mit Ahmed schon zusammen die ganze Zeit überlegt, 6 Spieße, weil ich habe immer nur gehört, Lamuro, Hannover, 6 Spieße. Weil auch viele gesagt haben, der soll geiler sein als der offiziell beste Döner, Lister-Döner in Hannover, also beste Döner Niedersachsens. Und 6 Spieße, was hat der alles, habe ich mir gedacht. Käse, Sucuk, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wir werden es gleich sehen. Ich bin selber sehr gespannt. So, ich habe hier noch mal eben eine Live, sage ich mal, Bewertung zu Lamuro. Du kennst den Döner und isst ihn ja, auch gerne, ne? Sehr, sehr gut, mit Käse überbacken, ganz knusprig das Brötchen, sehr gut der Döner. Geil, das freut mich. Also ist dein Stammdöner sozusagen? Ja, ist um die Ecke von mir, deswegen esse ich gerne. Okay, du wohnst hier oben? Das wissen wir nicht. Alles klar. Okay, danke dir, ne? Also, wir sind gleich da. Es ist auch ein Fluch bei diesem Döner, Leute. Ich schwör's euch, Ach und ich, wir waren schon 3-mal da, weil er 3-mal hat er irgendeine Ansage gemacht im Internet, von wegen dann und dann ist Neueröffnung und immer war zu, ja, wir haben fast auf und ja, wir sind kurz noch. Genau, 3-mal nicht geklappt und heute sind wir echt da. Und ja, jetzt wird's ans Döner-Snacken gleich gehen. Kurze 10 Sekunden Werbeunterbrechung für Zec Plus. Ihr wisst, es wird viel Schabernack getrieben, auch gerade im Supplement-Bereich. Zec Plus lege ich meine Hand ins Feuer, Made in Germany, Code Holle10 für den direkten Support. Würde mich freuen, wenn ihr draufklickt in der Videobeschreibung und weiter geht's im Video. So Leute, da ist er. Und er ist auf, Mann. Er ist auf und es ist eine Schlange. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Der schmeckt mega, habe ich mir sagen lassen. Und ich hoffe, es sind auch 6 Spieße. Wir haben schon die ganze Zeit gedacht, scheiße, nicht. Weil das ist ja schon 3 Monate her, nicht, dass es auf einmal heißt, irgendwas lief nicht, wir haben was rausgenommen. Es sind noch 6 da, die, aber einer ist so gut wie weg. Ja, wir müssen ja da machen. Wie spät haben wir, Ahmed? 15:30? Nee, ne? Doch. Ja, und wir haben noch überlegt, weil wir schon woanders heute waren, fahren wir erst hier. Nicht, dass der Spieß runter ist bis dahin, aber die haben echt 6 Spieße da. Krasse Scheiße. Der macht um 12 auf, ne? 2 sind fast weg. Einen mit Glück noch. Betet, Leute, dass wir den noch kriegen. Ich klopfe mal einmal hier bei ihm. Kannst du einmal Platz frei halten, Ahmed? Ich klopfe und frage, ob er uns den einen frei halten kann. Einen Döner davon. Sag mal, ich habe eine Frage, ne? Kannst du mir einen Döner, von dem der fast weg ist, der Spieß, einen reservieren? Da ist ja ein Spieß fast alle. Du warst doch schon mal hier. Ich war schon mal hier und ich wollte heute ein Video machen und ich sehe gerade einen Dönerspieß fast alle. Das ist ein Vegan. Das ist Vegan, aber nicht. Oh, vegan brauchst du, du bist ein Fleischer. Doch, ich nehme trotzdem. Ich versuche trotzdem. Vegan. Ich will alle. Ich teste heute alle. Ich soll auch meinen Lamuro-Tische probieren. Wir gucken gleich. Aber Hauptsache, du reservierst mir einen von den Dings. Ja, einen Vegan. Okay, besser Mann. Okay. Danke. Bis gleich. Das ist echt krass. Ich will euch nicht zu doll auf die Folter spannen. Nur ich will euch jetzt nicht durchs Fenster die Hälfte zeigen oder so. Aber die haben echt 6 Spieße. Einer sogar vegan. Wir testen mal an. Und nichts irgendwie wie Sucuk oder Käse oder so. Das sind einfach 6 verschiedene Dinger. Und bei 2 frage ich mich, warum? Die sehen fast gleich aus. Okay, ich korrigiere von eben. Es ist doch ein Sucuk-Döner dabei. Dann muss das so ein Hybrid sein. Ist das ein Hybrid? Ja, aber es ist ein Hybrid. Nee, das ist doch kein Sucuk-Döner. Okay, Leute, hier muss man aber ganz klar sagen, als erfahrener Dönerverkäufer könnt ihr euch hier melden, aber nur, wenn ihr wirklich ab 10 Jahre plus Dönererfahrung habt. Sag mal, was hast du überhaupt? 6 verschiedene Spieße hast du hier, ne? Nein, das sind einmal habe ich ein Kalb, Hähnchen, Lammkalb und Vegan. Okay, weil ursprünglich hast du ja 6, ne? Ursprünglich habe ich eine Anfang habe ich ein Konzept mit Kebab habe ich gehabt, ja. Sucuk habe ich gehabt. Ah. Also da war nicht so viel los, dass ich mir habe ich den Kebab rausgeholt. Okay, die hast du rausgeholt. Die Lamuro-Tische, die Käse überbacken. Ja. Das wird das immer nachgefragt. Ah. Okay, dann überlege ich mir mal einen Plan, wie wir das machen. Also, ich muss es nochmal zusammenfassen. Dieser Döner bietet 6 verschiedene Dönervarianten an. Einmal normal, Kalb, Drehspieß, Hähnchendöner, Kalb-Lamm, Vegan, Sucuk-Döner und Lamuro-Tasche, das ist ein Käsedöner quasi. Diese 6 Varianten bietet dieser Dönerladen an. Und die werden wir jetzt alle testen. Wir werden alle 6 Varianten testen.
Kannst du mal sagen, was ist in diesem Döner alles drin? Kalbfleisch, ja. Pommes und Käse. Und natürlich auch ein bisschen spezielle Soße. Okay, okay. Und das hier ist die Lam... Oh, das ist der Vegane. Krass, danke schön, danke schön. Er sagt, die Kunden kriegen die Döner genauso. Achmed sagt ihm schon, dass er Döner-Teller gefühlt. Das ist der Vegane und die Lamuro-Tasche. Also Leute, die Lamuro-Tasche. Ich war dabei. Mhm. Ist kein Schrottkäse flüssig nee. Drauf. Nee, nee, nee. Wirklich geriebener Käse kam da drauf. Okay. Und richtig geil in den Ofen. Krass. Rein. Schönes Spiel mit den Soßen. Leicht ketchup-lastig, süß. Die im Norden werden es merken, dieses Cocktail-Feeling. Käse, wie Achmed eben schön gesagt hat, das ist nicht dieser eklige Käse-Feeling, sondern man merkt, sehr dezent sogar tatsächlich. Ich hätte gedacht, das überwältigt alles, übernimmt alles. Nicht dieses Käsedöner, die ihr kennt, sondern sehr zurückhaltend. Hier habt ihr dann die Pommes da drin. Werden natürlich sehr weich durch die Soßen, durch die Hitze, Kondensflüssigkeit, ist sehr matschig im Mund. Erstmal einen Eindruck verschafft. Jetzt der Vegane. Ein Riesending, sieht geil aus mit dieser Soße hier. Guckt euch das mal an. Ich fühle das jetzt auch mal so eine Döner wieder zu testen und zu zelebrieren. Mal was anderes. Das ist sehr Antipasti-Style. Du kriegst es gar nicht hochgehoben, das ist schon brutal. Du müsstest es jetzt komplett wegsnacken, so, um ihn überhaupt essen zu können. Alle sagen immer zu mir, teste auch mal vegan, teste auch vegan. Ich kann keine komplett veganen Videos machen. Es wollen einfach zu viele nicht sehen. Jetzt mal einen Döner da drin, kann aber nicht schaden. Leute, Mann, das kann er auch nicht machen. Das ist irgendeine undefinierte Masse, die einen leichten Paprika-Tomatenmarklastigen Geschmack hat. Ich bin da wirklich nicht voreingenommen. Ich habe vegan gelebt, lange Zeit sogar. Damals auch einen Tunnelblick gehabt. Für mich gab es auch keine andere Meinung, damals ganz schlimm. Aber das hier, wenn du es essen musst und irgendwie das Feeling haben willst vom Döner, tut es mir in dem Fall leid, dass man es essen muss. Also bei dem hier zumindest. Es gibt geile vegane Sachen. Ich schwöre es euch, auch noch heute esse ich gerne geile vegane Sachen. Gibt es coole Dinge. Aber das ist für mich nichts. Das ist einfach. Und auch stellt euch mal die Frage, woraus ist das zusammengestellt? Das hier ist mit Sicherheit ein Chemiebaukasten. Kann ich euch sagen. Gut, der Drehspiel ist auch nicht besser. Muss man dazu sagen. Aber in der Regel, wenn du ein gutes Stück Fleisch hast, habe ich lieber ein richtiges Stück Fleisch als das hier. Oder ein gutes veganes Produkt. Denkt immer dran, es gibt gute Dinger. Der Döner ist für mich Standard. Es gibt wirklich gute Standarddöner, wo das Fleisch auch so raussticht, richtig mich überzeugt und einfach vom Geschmack, ob da 1000 Geschmacksverstärker drin sind oder nicht, mich einfach vom Sockel haut. Das hier ist noch ein vernünftiger Döner, aber der Hackspieß ist schon sehr Standard und bescheiden. Aber der Käse und so weiter, das hat schon überzeugt. Deshalb finde ich diesen Döner nicht verkehrt und gebe ihm eine 7,2. Den veganen, Leute, den kann ich knicken. Da bin ich aber auch nicht der Typ denn für. Das ist für mich 2 Punkte. Das ist nicht meins, das ist kein Fleisch, das ist kein gutes veganes Produkt. Deshalb propagiere ich hiermit, holt euch gutes veganes Futter. Wir gehen in die berühmte Nummer 2 Runde, in die Sütlück-Time. Und wir gucken, was wir gleich essen. Weiter geht's. Der will mich gerade hops nehmen. Döner King sagt, er ist der beste Döner. Vertrau Döner King, vertrau. Das ist ein scheiß Döner, ne? Aber Back for you ist wirklich scheiß Döner, wollen jetzt kein gut kaputt machen. Aber. Ja, aber wir müssen mal aufpassen. Ich habe schon mal sowas geglaubt, bin ich zum Burgerladen hin. Ich habe Mikrowellenburger gekriegt. Ich schwör's euch, der war so für den Arsch, Mann. Nein, die meinen, der geht klar, haben sie eben unter 4 Augen gesagt. Ich sag dir ehrlich, vegan hat mir nicht geschmeckt. Aber der andere hat mir geschmeckt, der Lamuro, ja. Und ich nehme die nächsten 2. Ich nehme Hähnchen jetzt ganz normal. Und Kalblamm. Ganz normal, ganz normal. Und in die nächsten 2 Runden, Leute, und let's go. Das ist jetzt die Hähnchen-Variante. Also ich finde immer, muss ich euch ehrlich sagen, Hähnchen ist die Sicherheitsvariante nämlich immer. Wenn man nicht weiß, ob es gut wird, Hähnchen, da habt ihr sicherer einen vernünftigen Döner. Vielleicht kann herausragend, aber einen, den man gut essen kann, als bei Kalb. Das ist der erste normale Döner hier, in Anführungsstrichen, nicht vegan, ohne Käse. Einfach so wie die ihren Hähnchendöner anbieten. Wir werden auch noch einen ganz normalen hier essen, ohne dieses Grillgemüse und so, um einen ganz regulären Vergleich zu haben. Haben hier jetzt auch gleich noch Schichtfleisch. Um euch meine Eindrücke mitzugeben, erster Biss eben war nicht so geil. Irgendwas war da an der Soße komisch, kann passieren. Darf man sich jetzt nicht von beirren.
Da muss jeder gucken, wie ihr das bewertet. Perfekt zum Essen ist das nicht. Ich sage euch, für mich ist es jetzt kein Beinbruch. Mir Döner maximal gut schmeckt. Wenn ich jetzt 10-mal essen gehe und das passiert nur 2-mal, sehe ich darüber hinweg. Man merkt den Frischkäse. Das ist schöner Gegenspieler zum Fleisch, weil das schön weich ist. Wirklich nicht verkehrt. Round 2. Schichtfleisch. Lammkalb. Ich muss einfach sagen, Leute, das ist mein 4. Döner. Das sind alles Döner gewesen, bis auf vegan. Kann man machen. Aber das ist wirklich alles Standard, sein Urgroßvater. Da kann ich jeweils beim Hähnchen und bei dem brauche ich jetzt auch kein Tamtam machen. Und den aufessen, um das sagen zu können. Aber das ist alles 5 von 10. Das ist einfach Durchschnitt. Kann man essen. Wenn man diesen super Special oben, Grillgemüse und so, da voll den Turn drauf schiebt, kann man machen. Aber das ist einfach Durchschnitt, Leute. Wir gucken mal, was die anderen 2 Döner machen. Sucuk haben wir noch, Mann. Habe ich viel Hoffnung drauf. Und einfach einen normalen. Ohne diesen ganzen Tamtam. Nur wie man ihn kennt. Tzatziki. Bisschen scharfe Soße vielleicht. Ein bisschen Kraut. Statement zwischendurch, das ist viel fürs Auge, viel Show, viel Durchlauf auf schnell. Da musst du schon krassen Janker drauf haben. Das ist so zwischendrin mein Zwischenfazit. Wir gehen nochmal in Runde 5 und 6. Wir nehmen noch 2 Döner, einmal Sucuk und einmal Kalb-Lamm, aber nur mit bisschen Salat und Tzatziki. Das war's. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get here any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I've been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. Also jetzt aber Yalla, Leute, bevor das dunkel wird. Ich setze sehr viel Hoffnung in den Sucuk, deshalb werde ich den auch probieren. Ja, er wollte ihn unbedingt mit Käse überbacken. Ja, aber fühle ich, ey. Das ist sein Produkt. Ja. Ich möchte ihn so präsentieren. Finde ich es in Ordnung. Und da wollte ich mich nicht abrücken lassen, weil den Käse fand ich geil beim ersten Döner. Boah, da ist schon wieder knaftig. Mit Pommes drin. Ich glaube auch. Sucuk, Pommes, Käse. Ganz knusprig das Brot. Guck mal hier. Gefällt mir sehr gut so. Standard Sucuk-Geschmack, wie ich ihn kenne und liebe von früher. Pommes merkt man gar nicht. Man sieht sie, aber schmeckt sie nicht. Soße finde ich nicht optimal für diesen Sucuk-Döner. Er scheint hier darauf zu feiern, er hat gar nicht mehr nachgefragt. Aber die kann ich gut ausblenden hier, das ist jetzt nicht so das Ding. Für mich ist es der beste Döner bisher hier. Käse, ich schwöre es euch, der ist so dezent, den merkst du sogar auch kaum. Eigentlich übertönt nur die Sucuk-Wurst und die Soße. Also unten wird ein bisschen trockener Döner. Es durch die Pommes und unten ist halt viel Brot, wenig Soße. Die Pommes ziehen, glaube ich, auch noch Flüssigkeit. Das ist für mich eine 7,3, der Sucuk-Döner. Wohlgemerkt, alles im Standard-Ranking. Jetzt nochmal klassisch, dein Urgroßvater hat er auch wieder dick belegt. Er hat dieses Mal auch einen anderen Tzatziki genommen, ganz cremig, aus einer anderen Schale. Ja, sah mir sehr vielversprechend aus. Tzatziki wirklich gut. Also ich bin ehrlich zu euch, ich muss übergeben an Ahmed, ich schaffe nicht mehr. Ich muss ihn jetzt anhand dieser paar Bissen bewerten. Ich würde sagen, das kann ich auch, weil sich ein Trend bei diesen Dönern abzeichnet. Die Special-Dinger mit Käse und Sucuk sind ein bisschen außergewöhnlich, aber auch der Döner ist Standard. Aber nicht schlecht, einfach Mittelfeld. Ist auch eine 5 von 10. Der, muss ich sagen, würde so leicht noch abfallen. Den hätte ich vielleicht sogar knapp drunter gegeben, muss ich ehrlich sein. Weil da fehlt die Saftigkeit jetzt. Der ist ein bisschen trockener durch. Na Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Lasst mich gerne wissen mit einem Daumen oben, da unten einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Put in my hours, send an invoice and they pay me.